Eifel den Parcours, den mache ich jetzt. Da sehe ich mich aber Hier sowas von hoch. bei dem Parcours. Was für Ex. Verdammt. Schon beim ersten Mal runtergefallen hier. So gucken, wo der neue Block dann auftaucht. Ah, verdammt. Komm, mindestens eine Runde spielen wir hier noch. Eine Runde kriegen wir hier noch hin, oder? Bestimmt. Und dann musst du gleich weg. Nee, ich hätte jetzt noch so bis, schätze ich mal, 8:30 Zeit. Ich wollte eigentlich auch noch so Pillars of. Ich würde dann auch gleich noch Pillars of Earth eine Stunde spielen. Mein Story-Game noch weiter spielen. Ich habe noch mit von Freunden zusammen EM gespielt, geschaut und da haben wir uns doch entschieden, so, okay, lass mal danach noch eine Runde Fortnite spielen. Ich war eigentlich gar nicht so connect zu Fortnite gewesen. Ach, Fortnite, komm mir nicht damit. Und jetzt muss ich tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen gespielt, und ich muss sagen, heute habe ich auch selber mal angeschmissen eben. Ich habe auch Fortnite schon gespielt, habe mal als April-Scherz, sag ich mal. Ja, ich bin mal so. Aber ich muss sagen, jetzt, was heute gespielt ist, hat voll Spaß gemacht irgendwie. Richtig seltsam. Aber, Was wird das jetzt? Gänsebraten. Hüpfburg, ach du Schande. Kein Gänsebraten, verdammt. Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Ich baue einfach Schleimblocks hin. Livebogen. Ja, der Tag natürlich. Jetzt brauche ich Wolle. Mal, mal so ein bisschen. Biom ändern. Und die Stadt, die passt eigentlich fast. Wald, Jagra, Sumpf, Fluss, Verschneit, Tundra, Pilz, Strand. Ach, Strand, ich mache einen Strand. Oder auch nicht. Okay, hier ist irgendwo ein Amboss. So. Uhrzeit ändern. Sonnenschein. Tag. Ist es schon. Sehr schön. Köpfe kann ich hier bauen. Sehr schön. Luftburg müssen wir machen. Ah, okay, hier kann ich die. Das mache ich. Ich würde als Untergrund Sand machen, weil es halt ist halt, ja. Luftbock auf dem Sand. Schon keine schlechte Idee. Mitten in der Großstadt. Trotzdem. Erstmal einen schönen Untergrund dafür. Luftbock, da kriegen wir auf jeden Fall Schleim hin. Ich brauche Slime. Na, ich versuche gleich mal auf das Springen so anzuhören. Ich versuche also die Wo finde ich denn? Wie heißt denn Schleim? Ich hätte aber noch Schleim gesucht dazu. Schleimblock, ja, hier. Sehr schön. Brauche ich auf jeden Fall. Wie macht man hier? Ein bunter Hüpfbock drumherum aus Wolle und zwar Magenta, Rot und Gelb. Mediengestalter hassen das. Mediengestalter hassen diesen Trick. Magenta, Rot und Gelb. Ja. So. Ich hätte eh mal ein Spiel gerne gewusst, wo ich eine Rangliste gewesen wäre, in einem richtig schlechten Gebäude. In einem schlechten Bauwerk. Meine Pinkhüpfburg. Habe ich noch eine Frage für Enter, die man sich stellen, die man stellen kann. Was mache ich denn hier eigentlich draus? Was wollen wir hier? Auf jeden Fall soll mal reinklettern können. Und der Boden ist ja. Ich verbrauche jetzt viel zu viel Zeit dafür. Wir haben noch 3 Minuten 43, von daher ist das nicht angebracht. Das machen wir mal dahin. Ja, Fortnite habe ich gerade erzählt, da habe ich tatsächlich mal 3 Videos gab es dafür im April-Scherz. Aber ja, es ist. Verstehe ich nicht. Also ich verstehe, was erfolgreich ist, auch wie viel Mühe die Entwickler da reinstecken. Ich muss sagen, es hat mir tatsächlich, als ich heute mal wieder gespielt habe, echt Spaß gemacht, obwohl ich auch sehr oft überrascht war, aber. Macht mir A keinen Spaß und B ist auch.
Jungfernburg wird jetzt irgendwie nur pink. Sehe ich nicht irgendwie und. Jeder mag ja andere Spiele. Das ist ja ich verstehe auch den. Ich finde den Hype ein bisschen blöd drum. Ja, Hype war ja damals wegen dem ganzen Battle Royale, wo eh jeden Monat ein neues kam, hatte Fortnite halt diese Baumechanik und. Ich muss sagen, die haben auch ihre. Die ändern ja wahrscheinlich ihre Map und so. Und die ganzen Streamer, die da neu herausgekommen sind, diese, die Fortnite-Kiddies, die. Ja, ich bin grundsätzlich kein Fan von Battle- und Banner-Spielen. Das ist. Bin ich nicht so der Fan. Das einzige Shooter-Game, was ich gespielt habe, ist Wolfenstein 2. Das hat eigentlich nicht wenig Spaß gemacht. Was viel Spaß macht mir auch noch war The Outer Worlds. Das ist ein RPG-Shooter-Game so ein bisschen. Hat so beide Elemente und ich fand das war eigentlich ganz cool. Das habe ich kennst du Wolfen? Mal getestet. Hast du Wolfenstein gespielt? Kennst du das? Nee, ich habe es auf meiner Liste. Das will ich mir noch irgendwann mal holen, aber als wenn ich es günstig kriege und Zeit auch dafür habe. Nazis töten ist grundsätzlich immer eine gute Idee. das ist jetzt nicht aus dem Kontext gerissen, jetzt hoffentlich. Ach, egal. Die Leute kennen mich. Linksgrün versiffte Zicke. Es ist ja wirklich kriminell, was hier draus wird. Da wird kein Luftbock draus. Wenigstens den Schleim will ich doch noch irgendwie platzieren. Damit man auch hüpfen kann. Ich hab zu viel geredet. So, als Streamer kann man gar nicht zu viel reden, glaube ich. Was ist denn dein Lieblingsspiel, Enter? Oh, mein Lieblingsspiel, das ist, da muss ich mit mehreren Spielen antworten. Oh, eine Minute noch. Also eins meiner Lieblingsspiele, das ich jemals gespielt habe, ist tatsächlich Paper Mario für die Wii gewesen. Das Spiel, was ich, weiß ich, was eine Paper Mario ist, was wirklich eine gute Story hat, was auch richtig Spaß hat zu spielen. Von der Spielmechanik recht untypisch für die RPG-Reihe, muss ich zugeben, aber sich ganz gut. Was ich generell als Lieblingsreihe habe bei Videospielen, ist unabhängig von den Spielen, ist die Dragon Quest-Reihe. Man merkt, ich bin ein großer RPG-Fan. Und was mein Lieblingsspiel im Stream ist, ist Stardew Valley. Das spiele ich gefühlt alle paar Wochen mal spätestens. Also damit habe ich angefangen zu streamen, da habe ich einfach so viele gute Erinnerungen dran. Das Spiel ist einfach weltbewegend gewesen für mich. Das wird nichts mehr. Oh, 2 Minuten, das wurde irgendwie verlängert. Aus irgendeinem Grund. Leute, vielleicht auch irgendwer das boosten oder so, irgendwelche, weiß nicht, VIPs oder so, die irgendwas hier gekauft haben. Das ist nicht schlecht. Habe ich noch ein bisschen Zeit zum Bauen. Also mein Lieblingsspiel, also mein, wenn ich sagen müsste, ein Spiel, was wirklich Best Game Ever aller Zeiten ist, das spiele ich gerade. Oh. Minecraft, ja, Minecraft ist schon ein großartiges Game, würde ich schon so sagen. Ansonsten spiele ich sehr gerne Pokémon. Pokémon RPGs bin ich dann großer Fan von. Das ist groß geworden, okay. Irgendwie, zumindest in meinem Fall. Ich will mal den Untergrund geändert haben hier. Oh. Okay, vielleicht kriegt man die Idee jetzt noch hin. Kriegt man jetzt hier noch die. Okay, dann muss eher hier noch Schleim rein. Eine Minute Zeit. Wir haben es schon verlängert bekommen. Da kann man hoffentlich dann drauf springen. Und ich liebe Indie-Games. Ich spiele ganz gerne Indie-Games. Ja, Indie-Games ist cool. Das Gute ist, die versuchen mal was ganz Neues, anstatt die wagen auch mal was, wenn die alten Spiele mal Let's Minute of Islands oder. Und hat jemand die Runde verlassen? 30 Sekunden, oh Mann. Das wird doch hier nichts. Die ganze die Farbe, die ich hier gebaut habe, wofür ich mir Mühe gegeben habe, weil das für die Katze. Ich bin noch. Jetzt habe ich den Boden farbig gemacht und überdecke den Boden. Wenigstens kann man hüpfen. Jetzt habe ich das Rote und die
gelbe Farbe, die ich jetzt hier machen wollte, kommt jetzt für die Katz. Ach, Kackdreck. So. Nix draus gewonnen. Allein schon von außen. Man kann zwar nicht hüpfen, ah doch, auf der Wolle kann man so ein bisschen hüpfen. So ein bisschen schafft geht's. Hm. Ich habe nicht bewertet, so ein Mist. Tut mir leid. Ach, das, ja, dein, das war dein Dings, gar nicht ja, schlecht. Ja, so meins. Ich wollte es ein bisschen farbig machen. Nicht so, schlecht. So hätte von mir ein super bekommen. Und das kriegt auch ein gut. Hm? Wie viel hast du um zugemacht, wo die meisten... Meins kannst du gerne mit schlecht bewerten. Es ist halt wirklich die Idee. Aber gut, man kann das auch... Das ist eine coole Seite gewesen. Ist nichts draus gewonnen. Oh, das finde ich, find ich nur... Okay. Ja, gut. Nee, okay, na ja, komm. Ja, da, ja, da, ja, kann man machen. Okay, mit Clown drin, mit Clowny. Statue. Oh, so eine Form geht so, sag ich mal, so Hindernissen drin, das war auch immer cool. Ja, gut, kann man machen. Mit Eingang hier. Und eins war top, das war. Muss gleich weggucken, wenn meins kommt. Ist echt nicht toll geworden. Ah, die Wolle ist eine gute Idee. Da hätte ich mir den Schleim sparen können. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass man auf der Wolle so gut springen kann. Wusste ich ja zugegebenermaßen auch nicht. Ich habe die auch nur genommen, weil die so schön farbig war. Ja, okay. Ist ein okay hier. Kannst du meinem gerne schlecht geben. Ja, das ist meins hier. I try so hard. Der Boden ist farbig, unter den Schleimblöcken ist farbiger, bunter Boden. Das ist. Ich dachte, man sieht es irgendwie so ein bisschen dadurch, aber es ist halt wirklich verkackt. Sorry. Das gefällt mir. Ich weiß nicht genau, was es darstellen möchte, aber es sieht gut aus. In der Hüpfburg ich jetzt nicht so wirklich drin, aber. Also, ich sehe das cool aus. Ich gebe ein Gut. Okay, gegeben. Ich darf mich nicht beschweren. Mein Bauwerk. Ja. Oh. Ein Königshüpfburg. Mit das, Schleim das drin. Das ist doch cool. Das ist, da gibt's ein super, weil das hat meine Idee umgesetzt mit Schleim drin. Das ist ganz cool, diese Verbindung bei den Türen. Das finde ich auch sehr cool. Das hätte meins werden sollen. Wegen Tonabzug. Was? Ja. Leute. Hier ist so ein Kind da stehen, was in der Hüpfburg spielt. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ja. Und gut auf jeden Fall. Ja, gut, kann man dafür auf jeden Fall geben. Türme haben so hohe Hohl gemacht und keinen Boden reingesetzt. Schade. Ah, die hat gewonnen. Okay. Ja. Die hat gewonnen. Aber deine war aber definitiv besser. Deine hat es mehr verdient. Würde ich aber sagen. Deine fand ich super. Das ist. Du hast jetzt wirklich die Rangliste noch sehen. Na, gibt's hier irgendwie nicht. Also eben gab's, die jetzt ich getestet hatte, aber. Ich weiß nicht warum, merkwürdig. Aber. Gibt keine. Du bist der Sieger der Herzen. Ja, fragen schon Leute, fuck. Ja, weil es endet nicht und die Rangliste wird nicht angezeigt. Eigentlich sollte man auch die Lobby verlassen. Eigentlich sollte die Lobby auch geschlossen werden. Okay, dann verlassen wir es einfach. Sagen wir, Enter hat gewonnen. Finde ich, ist eine gute Verständnis. Da bin ich auch für. So, machen wir noch eine Runde. Ich würde mal sagen, in 1.18, in 1.8 vielleicht rein. Jo, gerne. Spät ist euch gerade. Ich bin gerade in 1.8 drin. 5, 4, 3, 2, 1. Countdown. Teller und Besteck, Garage oder Wasserrutsche. Wasserrutsche. Das kriege ich wahrscheinlich wieder nicht gebaut, aber. Okay, Teller und Besteck. Okay. Jetzt Quarz gibt so langsam. Was nehmen wir für einen Untergrund? Nee, Quarz gibt's schon immer nicht. Sonnenuntergang, kann es ruhig sein. Sonnenschein. Warum ist es so dunkel? Ich habe doch nicht Nacht geklickt. Das sagt Sonnenuntergang. So. Ja, Sonnenaufgang halt. Ein bisschen Dämmerlicht. Okay, was nehmen wir als Untergrund? Dann brauche ich einen riesigen Teller hin.
Nur noch Holz, so ein bisschen Holztischmäßiges. Es ist nur Stein. Ich kann ja manche Sachen nicht haben, weil es. Tropenholz muss doch. Obwohl eher Bretter dafür geeignet wären. Ja, hübscher Tisch. Muss man gucken natürlich, was man hier für Steine benutzen kann. Also Keramik bräuchte es, was Keramik-ähnliches. Was wie Keramik aussieht, sowas Helles. Quarz, ja, Quarz vielleicht. Okay, Quarzziegel gibt es noch nicht. Nee, nicht Block, aber Quarzblöcke kann ich bestimmt nehmen. Fürs Besteck können wir mal Steinstufen. Okay, bauen wir mal einen Teller. Dann So. machen wir es am dümmsten. Okay, du musst eckig bauen. Jetzt einen eckigen Teller. Nicht zu groß bauen. Puh, bei mir hält sich auch gerade die Bude wieder. Würde da heiß hier. Was würde ich denn dich in der letzten Runde noch fragen? Irgendeine tolle Frage hatte ich für dich. Fällt es dir gleich wieder ein? Der Gast muss natürlich ausgefragt werden. Meine Möglichkeit mal zu scheinen. Ah, doch, das wird langsam was. Sag das doch mal vielleicht so. Jetzt Nee, müssten wir halt doch irgendwie nicht. ja vielleicht mit Quarz blöcken. Na, Quarz nimmt doch nicht an, glaube ich. Hab ich eben auch probiert mit Doch, Quarz Quarz. geht. Bei Quarzblöcke, dir geht ja. Quarz? Ah, bei mir geht Ja. kein Quarz. Bei mir hat das Stein Aber ausgemacht. nicht, aber nicht, aber nur, Stufen und Steine und Blöcke. Seltsam. Oha, das wird jetzt hier zum Kampf. So, jetzt brauche ich. 3 Minuten noch. Okay, ich sollte nicht so groß bauen. Ich wollte nicht so groß bauen. Das brauche ich dann wieder Ewigkeiten, um den. Sehr schön. Jetzt baue ich hier einen Tenor. Das ist jetzt hier wieder. Ich baue jetzt hier einen Tenor, während Tenor und Besteck ist ja bestimmt. Das ist richtig. Schon gut, dass ich das mache. So einen weißen Tenor. So, und jetzt musst du Passt doch eigentlich. das. Wo wir gerade Teller und Besteck bauen, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, also Lieblingssnack ist in meinem Fall so, dass die Salz. Mein Lieblingsessen ist tatsächlich ein Hähnchen-Cordon Bleu. Ich mag es, wenn das richtig knusprig ist und. Cordon Bleu war das mit dem, wo Schinken, Käse so Genau, in Schinken und Käse Schnitzel drinnen, rein. so ein, genau, Schnitzel mit das ist Käse, das Schinken Perfekte. angebracht. Habe ich Genau, mir. mehr oder weniger. Cordon Bleu, da habe ich eine Geschichte zu. Da hab ich habe mir mal. Ich weiß nicht, ob es Hähnchen Cordon Bleu war, aber da habe ich mir mal versucht. Habe mal versucht, selber Cordon Bleu zu machen. So ein Fertig-Cordon Bleu, was so im Supermarkt gab. So habe ich mir eine Pfanne gepackt. War eigentlich ganz in Ordnung, aber ja. Habe ich auch nie wieder gemacht. Der Aufwand war viel zu groß. Verständlich. Also auch wenn es fertig Cordon Bleu war, den man nur in der Pfanne packen musste und so weiter, mir ist fast das Haus angebrannt hier.
halt hier eine Kerbe im Teller. Kommt vor. Im schönen Sonntagsgeschirr. Ich habe jetzt hier wieder in den Teller alles verschwendet. Nein. Keine Zeit mehr. Ich dumpert's. Dann bleibt hier keine Zeit mehr für das Wichtige, für das Besteck. Na toll, jetzt habe ich hier noch ein Loch. Fichtenholz. Sehr schön. 30 Sekunden, das ist nicht so, es wird nicht mal der Teller fertig. Leute. Okay, der Teller ist vielleicht halbwegs fertig geworden, sieht aber eher wie ein Amphitheater aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe zu viel, ich habe zu groß gedacht. Muss reichen, was ich gemacht habe. Oh je. Ich hätte kleiner, ich, ja genau hier, sowas hier, so kleinere Teller hätte ich bauen müssen. Die Stufendefend war schlau. Ja. Aber der Ansatz ist vielleicht gut bei mir. Okay. Oder gut, naja, okay. So eine ähnliche Idee hatte ich auch tatsächlich, aber ich habe die ein bisschen anders umgesetzt. Mein Teller war viel zu groß, deswegen. Da ist man. Okay, hier gibt's Suppe. Da ich nicht wusste, wie ich einen Löffel mache, habe ich einfach den Löffel in die Suppe gepackt. Ah, okay. Serviette. Ja, gut. Ja, mit der Gabel bin ich nicht zufrieden, aber irgendwie, ist, wenn ich die kleiner mache, ist die auch nicht schön. Ich brenne. Lavasuppe. Bin in die Suppe gesprungen. Ich brenne weiter. Okay. Nee, das, also die, wenn man sich die Gabel mal anschaut, also das ist auch, könnte auch ganz. Okay, gibt ein Gut. Dem schlecht gegeben. Ich weiß nicht, irgendwie, diese Gabel einfach. Na, okay, okay. Mit Tellers. Hat einen Teller gemalt. Oh. Okay, ja, mit dem. Ja. Gut. Die Möhre hat natürlich eine gute Idee, also. Ja, nicht schlecht. Und der Teller ist alles da. Was da sein muss. Und wo sind wir jetzt? Ah, okay. Der Teller ist nicht fertig geworden. Ein Männchen. Ja, okay. Ist zu erkennen. Der Wille war da. Mein Lieblingsessen, weil ich das noch nicht gesagt habe, mein Lieblingsessen ist tatsächlich Nudeln. Er ist ganz so sehr gerne. Ja, das ist meins. Der Teller ist nicht ganz fertig geworden. Nudeln, ja, mit verschiedenen Soßen ist mir eigentlich fast egal. Was für das Bolognese finde ich ganz super. Oder? Bolognese esse ich ganz gerne. Pesto esse ich auch gerne. Diese Ariberta heißt so, glaube ich, die scharfe Soße, die finde ich auch nicht schlecht. Ja, mit Wasser kannst du dich löschen. nachdem du mit einem Löffel drüber, ja, okay. Ich hätte auch erst überlegt, ob ich einen durch Wasser reinmache. Ich fand das so, Lava sieht eher aus wie eine Suppe als Wasser. Wasser, wenn da Wasser drin ist, ist halt irgendwie. Deswegen okay. Denkst du, ist das ein Hundenapf oder sowas? Wasser mit Gabel. Das ist nicht schlecht. Mit den Zäunen, das ist mal die Idee, gefällt mir. Ja. Ich meine, der Rest ist nicht so berauschend, aber. Okay. Gibt ein okay. Hat sich klein gehalten im Gegensatz zu mir, der natürlich die ganze Map wieder ausdauert. ich muss kleiner bauen, ich muss einen kleineren Teller bauen und so. Wir hätten jetzt gewonnen. Ah, jetzt sehen wir hier. Ach, die Karotte hat gewonnen. Und ich bin auf dem letzten Platz zurecht. Und du bist auf dem 6. Platz. Ja, sehr schön. Nein, nicht schön. Aber, schön ist hier wenig. Also meinst du nicht?